12 Uhr mittags, Beginn des Oktoberfestes. Hier gilt eine goldene Regel: Politik ist ein Tabuthema. Doch die Welt in Bayern scheint nicht mehr in altbewährter Ordnung. 3 Wochen vor der Landtagswahl steckt die CSU im Umfragetief, wohl auch dank des Berliner Hickhacks. Der Wahlkämpfer Söder appelliert an Berlin und meint eigentlich den CSU-Innenminister. Ich glaube, es wird jetzt wirklich endlich Zeit, dass eine Entscheidung getroffen wird, und zwar eine, die für alle verträglich ist und die auch ein bisschen Vertrauen in die Politik wieder zurückgibt. Es gibt echt wichtigere Probleme als eine Personalie einer nachgeordneten Behörde in Deutschland. Doch um die nachgeordnete Behörde geht es nur noch am Rande. Die eine Personalie provoziert einen Koalitionsbruch. Selten war das Verhältnis zur Schwesterpartei dermaßen angeknackst. Am Nachmittag warnt auch Wahlkämpfer Bouffier vor dem Bruch, mahnt zur Verantwortung. Denn auch in seiner CDU ist die Welt nicht mehr in Ordnung. Viele konnten die Maaßenbeförderung nicht nachvollziehen. Nun sei es aber an der SPD, sich klar zu bekennen. Das muss die SPD jetzt endlich mal beantworten, ob sie Verantwortung tragen will oder ob sie rausgeht. Und vielleicht ist es ja, manchmal hat ja alles sein Gutes, auch jetzt eine Gelegenheit, die Dinge zu bereinigen. Fast zeitgleich bei der SPD. Natürlich gibt es Mitglieder, die nicht an der Großen Koalition festhalten wollen. Doch die Führungsspitze ist sich einig, sieht sich in der Verantwortung. Harsche Kritik am Innenminister. Wahlkämpfer Schäfer-Gümbel sieht ihn als eine Belastung für die Große Koalition. Es gibt da ganz offensichtlich einen Innenminister, der im Spätherbst seines politischen Daseins nichts anderes zu tun hat, als seine persönlichen und politischen Kränkungen im Umgang mit der Bundeskanzlerin und der Vorsitzenden der Schwesterpartei der CSU, der CDU, jeden Tag zum politischen Gegenstand zu machen. In der SPD scheint die Welt seit gestern wieder ein Stück weit in Ordnung. Viele loben Nahles für ihre Kehrtwende. Denn gerade die SPD-Basis ging auf die Barrikaden. Ist die eigene Parteichefin nun angezählt? Sicherlich, klar. Sie hat ja auch immer gesagt, sie will die Parteibasis mehr integrieren. Und das hat sie in dem Fall ja nicht getan. Also wir haben es erst über die Medien erfahren und dann kam der Parteibrief. Wenn jemand einen Fehler macht und das einsieht, dann glaube ich, dann ist derjenige nicht, oder diejenige nicht angezählt. Umgekehrt glaube ich, wenn sie den Fehler nicht eingesehen hätte, dann wäre es am Montag bei dem SPD-Präsidium schwierig geworden. Am Abend, 20 Uhr, Merkel beim Usedomer Musikfestival. Bevor es losgeht, Dauer Handytippen. Im Hintergrund läuft scheinbar die Lösungssuche auf Hochtouren. Doch von ihr kein Wort zu Maaßen, kein Wort zur GroKo. Dafür meldet sich spät am Abend Horst Seehofer zu Wort. In der morgigen Ausgabe der Bild am Sonntag erklärt er, die Vorwürfe gegen Maaßen treffen nicht zu. Deshalb ist es mir unerklärlich, warum die SPD eine Kampagne gegen Herrn Maaßen fährt. Ich werde ihn deshalb auch nicht entlassen. Deutliche Worte. Der Ausgang der Maaßen-Affäre scheint ungewisser denn je.